Herzlich willkommen bei Come On Jetzt. Wir wollen heute natürlich über die Revolte in den USA sprechen, die nach dem Mord an George Floyd in diesen Tagen letzte Woche ausgebrochen ist. Und es sind die heftigsten Proteste, heftigste Revolte eigentlich in den USA seit 1992. Und freuen uns sehr, dass wir heute dabei haben Jules Abdelkhatib. Jules ist Mitherausgeber des Blogs Freiheitsliebe. Herzlich willkommen, Jules. Danke dir für die Einladung. Ja, wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Natürlich mit dabei Flo Kirner, unser Co-Host und Amerika-Experte bei Come On. Flo, schön, dass du da bist. Ja. Jules, vielleicht für unsere Zuschauer, kannst du mal ganz kurz erzählen, was Freiheitsliebe ist? Das ist ein sehr schöner Name. Seit wann gibt es euch? Was macht ihr eigentlich? Uns gibt es seit 2009. Das Gründungsinitial war damals eigentlich, dass ich der Einzige in meinem Freundeskreis war, der wählen durfte, weil ich als Einziger zwei Staatsbürgerschaften hatte. Und es nichts gab, wo man seine Wut darüber ausdrücken konnte. Und dann haben wir gedacht, wir brauchen irgendwas, wo wir einen Text dazu schreiben können, das veröffentlichen können. Dann haben wir gemerkt, dass Texte schreiben eigentlich Spaß macht, dass es sinnvoll ist, sich mit politischen Fragestellungen auseinanderzusetzen, aus, sage ich mal, einer jüngeren Perspektive und einer kritischen Perspektive. Und inzwischen haben wir, also in der letzten Woche hatten wir auf Facebook alleine 2 Millionen Reichweite, über 180.000 Interaktionen. Ist auf jeden Fall doch ein bisschen mehr geworden als so ein Hobby, was man am Anfang hatte. Wir haben jeden Tag 1 bis 2 Beiträge zu aktuellen politischen Themen. Antirassismus und Krieg und Frieden sind dabei immer noch die Hauptschwerpunkte sozusagen. Also das ist relativ von der Themensetzung gleich geblieben. Ja, ich kann vielleicht an dieser Stelle auch nochmal betonen, dass das damals die Friedensbewegung war, was sehr umstrittene Geschichte war innerhalb der Linken. Wart ihr die, der das hat, was uns oder auch mich damals sehr ausführlich interviewt hat und diese Debatte auch wirklich sehr fair geführt hat? Ja, schön, dass wir jetzt hier miteinander das diskutieren können, weil das Thema Rassismus steht ja auch im Mittelpunkt dieser Revolte, die jetzt in den USA ausgebrochen ist. Seit Tagen kommt das Land nicht zur Ruhe. Wir haben heftigste Demonstrationen, Riots, Ausschreitungen. Die Armee ist eingesetzt worden. Vielleicht wollen wir mal mit der Frage starten, warum jetzt? Warum bricht es jetzt aus? Weil Morde an Schwarzen hat es ja jetzt regelmäßig gegeben. Ist es dieses Video gewesen oder was meint ihr, warum eskaliert das jetzt so? Warum gibt es diese Eruption der Wut und des Protestes? Jules, willst du anfangen? Ja, kann ich machen. Ich glaube, tatsächlich ist das Video ja sehr schockierend. Also, dass jemand mehrere Minuten bewusst, also ein Polizist bewusst einer Person die Luft abdrückt und damit auch bewusst zum Tod führt. Das ist für alle Menschen offensichtlich, dass wenn man jemandem die Luft nimmt, dass man dann stirbt. Dass es ein Polizist dann auch noch macht und 3 Polizisten daneben stehen und zugucken oder teilweise sogar helfen, ist natürlich nochmal eine neue Stufe der Brutalität. Aber es gab ja immer wieder in den letzten Jahren auch Proteste gegen Polizeigewalt, gegen institutionellen Rassismus. Ich glaube aber, irgendwann ist ja auch so ein Punkt erreicht, wo das fast überläuft, wo die Leute sagen, wir können das nicht mehr ertragen. Wir können es nicht mehr ertragen, dass diese andauernde Ungerechtigkeit. Und tatsächlich ist mit dem Präsidenten in den USA natürlich nochmal jemand hinzugekommen, der diese ganzen rassistische Stimmungsmache verschärft. Also die Wut ist in den letzten Jahren da auch angestiegen. Gleichzeitig gibt es aber auch eine Zunahme von radikalen Linken, also radikal gar nicht im negativen Sinne, linken radikalen Organisationen, die in den letzten Jahren stärker geworden sind, wo auch das Thema Rechte von Schwarzen und Latinos eine immer größere Rolle eingenommen hat. Ich glaube, da kommen somit verschiedene Effekte zusammen. Ich habe ein Interview gesehen mit Kianga Yamata Taylor, einer der bekanntesten schwarzen Akademikerinnen in den USA. Und ich habe sie in den 90ern kennengelernt. Sie war da in der gleichen Phase wie ich. Das Interessante ist, sie sagt, warum ist das jetzt so mit dieser Heftigkeit ausgebrochen? Und sie sagt ganz klar, Corona. Und ihre Erklärung ist eben, von diesen 100.000 Toten in den USA, es gibt ja die Frage, ob es nicht noch mehr sind, ist natürlich ein Großteil in den armen Vierteln aufgetreten, wo die Gesundheitsversorgung miserabel ist, wo die Abdeckung mit Gesundheitsversicherung miserabel ist und wo einfach durch Armut natürlich Leute sehr viel
angreifbarer und verletzlicher gegenüber Krankheiten sind. Der Staat hat sich da als vollkommen inkompetent gezeigt, aber auch als vollkommen desinteressiert am Los sozusagen dieser Bevölkerungsgruppen. Und das eben kombiniert mit einem unglaublich rassistischen Polizeiregime, das ja in den USA einfach Usus ist. Das war ja nie anders tatsächlich, muss man sagen. Und das war so für Sie eine Erklärung, dass es jetzt mit dieser Heftigkeit ausgebrochen ist. Fand ich eigentlich einen sehr interessanten Blickwinkel, insbesondere für die Leute, die der Meinung sind, dass wir jetzt in Deutschland die Einführung eines Corona-Faschismus haben und die vielleicht mitunter gewisse Illusionen in den fortschrittlichen Charakter der Trump-Regierung haben. Absurd, aber sowas soll es ja geben. Ich glaube auch, dass, diese Wut ist natürlich, ist es dieses Video. Ich glaube, jeder, der dieses Video gesehen hat, kriegt einen Schock, kriegt Wut, kriegt Hass. Ich krieg Hass. Das traumatisiert einem ja geradezu. Aber ich denke auch, dass Corona tatsächlich eine wichtige. Ich habe erst gedacht, oh wei, jetzt wegen Corona geht da keiner auf die Straße. Und aber ich glaube tatsächlich, dass das Flo anspricht, ne, dass die Menschen einfach erlebt haben, wie arm sein, schwarz sein, einfach verrecken bedeutet, auch in Zeiten von Corona. Und ich habe auch das Gefühl, dass in diese Revolte tatsächlich der gesamte Wut über den kapitalistischen Alltag, über den Hardcore-Neoliberalismus, über diesen Turbokapitalismus, den wir in den USA haben, der in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja immer heftiger auch kritisiert wird, auch in der Bevölkerung, immer stärkere antikapitalistische Stimmung und Bewegung dort auch entstanden sind, Occupy Wall Street, die Kampagne um Bernie Sanders, dass das jetzt sehr stark auch in dieser Bewegung zu sehen ist, dass diese Explosion von diesem Hintergrund, glaube ich, nur verstanden werden kann. Ich will auf eine Sache hinweisen. Ich hab die damals 1992, als es den Fall mit Rodney King gab, Jules, da warst du zu klein, ja, aber ich und Flo können uns daran erinnern, ja, damals wurde ein Schwarzer einfach minutenlang von Polizisten zusammengeschlagen auf offener Straße. Damals gab es noch nicht so viele Handys, aber das wurde auch gefilmt und die Polizisten kamen frei, wurden freigesprochen, darauf brach eine Revolte aus, auch in den USA. Und nach meiner Wahrnehmung war das damals sehr viel eindeutiger der Revolte der Schwarzen. Damals sind die Schwarzen auf die Straße gegangen. Teilweise haben sie wirklich auch, es gab auch hässliche Szenen, wo auch weiße Menschen geschlagen worden sind. Ne? Während dieses Mal, wenn man diese Bewegung anschaut, sind natürlich viele Schwarzen auf der Straße, aber es ist multiethnisch. Du siehst sehr viele weiße Menschen auf Demonstrationen. Du hast Solidaritätserklärungen von Asian Americans, von Gay Communities und so weiter und so weiter. Es ist nicht eine reine Schwarz gegen ein weißes rassistisches System, sondern meinem Empfinden nach haben wir es mit einer sehr multiethnischen Revolte zu tun, die nur auf Hintergrund der großen Wut in der Gesellschaft über den kapitalistischen Alltag zu verstehen ist. Jules, wie siehst du das? Hast du da noch mehr Analyse? Teilst du das oder ist es ein bisschen zu weit gegriffen? Ich glaube, also tatsächlich, wenn man sich das anschaut, gerade ein großer Teil der Solidarität kommt ja auch von anderen Gruppen, die von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind. Das ist, glaube ich, ein Faktor, also dieses langanhaltende Verschlechterung, die man erlebt hat. Ich glaube aber tatsächlich auch die Stimmung in den USA gibt. Also ihr hattet es ja beide angesprochen, die Unzufriedenheit mit dem Kapitalismus wächst. In den letzten Jahren sind immer wieder Umfragen auch aufgetaucht, nach denen die Mehrheit der jungen Amerikanerinnen und Amerikaner inzwischen Sozialismus befürworten. Und das in sozusagen der Festung des Kapitalismus ist natürlich eine überraschende Entwicklung. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die Zustände, wie sie jetzt sind, die treffen ja alle arm. Also sie treffen alle arm, die sind halt überdurchschnittlich schwarz und Latinos. Aber es sind vor allem auch in den armen Gegenden, wo die Leute auf die Straße gehen. Und die erleben natürlich auch, wie ihre Freunde, wie ihre Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen auf der Straße angegriffen wegen der Hautfarbe. Und da kommen verschiedene Punkte zusammen. Aber ich glaube tatsächlich, das sind Proteste, die auch das ganze System in den USA in Frage stellen können, wie wir es jetzt haben. Also die Zustimmungswerte von Trump sind noch nie so niedrig gewesen wie diese Woche seit seinem Antritt. Nicht, dass die Demokraten unter Biden eine große Alternative wären. Aber ich glaube, es zeigt deutlich, dass auch in seinen Kernwählerschichten da die Unzufriedenheit wächst, weil auch die sind betroffen. Ich glaube aber, und das ist auch
ein Problem des US-Systems. Es fehlt irgendeine Form, diese Debatte, die ja jetzt inzwischen auch aufkocht, dass es alles gewaltsame Proteste und Anarchisten und so, wie man dem entgegenwirken kann, weil da auch ja in Teilen, also beide Parteien mitmachen und es natürlich schwierig ist, wenn das politische Establishment in Gänze damit spielt. Ja, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, um auch diese enorme Frustration zu verstehen, die sich da bahnbricht, ja. Dass eben dieses rassistische Amerika nicht das republikanische Amerika alleine ist. Da macht man sich zu einfach. Ich meine, man hat zum Beispiel auch ein unglaubliches Statement von Jim Mattis, ja, Mad Dog Mattis, also diesem General, der erste Verteidigungsminister von Trump war. Und der hat heute ein Statement rausgehauen, wo er Trump total kritisiert, ja, und sagt, Donald Trump ist der erste Präsident in meiner Lebenszeit, der nicht versucht, die Amerikaner zu vereinigen, der nicht einmal so tut, als würde er es versuchen. Stattdessen versucht er, uns zu spalten. Wir erleben jetzt die Konsequenzen von 3 Jahren dieser absichtlichen Bemühungen. Wir erleben die Konsequenzen von 3 Jahren ohne reife Führung. Aber wir können uns ohne ihn vereinigen, indem wir uns auf die Stärken unserer Zivilgesellschaft berufen. Das sagt ein Ex-General und ein erster Verteidigungsminister. Gleichzeitig gibt es natürlich auf der demokratischen Seite auch eine absolute Komplizenschaft mit diesem rassistischen System. Und das muss man eben auch sehen. Das fängt natürlich jetzt in unserer Wahrnehmungszeit an mit der Präsidentschaft Bill Clintons. Damals wurde dieses Masseneinkerkerungssystem mit privaten Gefängnissen und so weiter überhaupt erst aus der Taufe gehoben. Das Gesetz, das das ermöglicht hat, wurde ganz zentral gepusht von Joe Biden. Wenn man sich jetzt anschaut, du hast die Senatorin von Minnesota, ja, Amy Klobuchar, die auch Präsidentschaftsbewerberin war, die bis jetzt noch als starke Mitbewerberin für den Vizepräsidentenposten bei Joe Biden gehandelt wird. Und die hat als Senatorin, und sie war vorher, glaube ich, auch Staatsanwältin in Minnesota, eben einige rassistische Polizeiübergriffe mit Todesfolge eben auch gedeckt. Und dann muss man natürlich sehen, dann hattest du 8 Jahre Obama, du hast einen schwarzen Demokraten an der Spitze. Was ist in der Zeit passiert? Ferguson, der Aufstand in Ferguson, fällt in seine Amtszeit, wenn ich mich recht entsinne. Die Militarisierung der Polizei hat unter Obama unglaubliche Fortschritte gemacht. Und der Rassismus der Polizei ist ja so wenig zurückgegangen, dass Black Lives Matter unter einem schwarzen Präsidenten entstanden ist. Das muss man ja auch mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Und ich glaube, dass das auch dazu führt, dass die Leute denken, im bestehenden System geht gar nichts. Eben durch Wahlen und diesen gemächlichen, graduellen Prozess. Und ich denke, dass das diese Explosion auch durchaus mit erklärt. Ja, diese Gewalt, Gewalt ist natürlich immer so ein Ding, was Großes in der Diskussion war. Wobei man sagen muss jetzt, es gibt ja keinerlei, also es sind keine Zivilisten groß attackiert worden. Worüber wenig berichtet wird, finde ich, in den etablierten Medien, ist die Gewalt, die Polizei jetzt in den letzten Wochen auch gegen Demonstranten ausgeübt hat. Da kann man nur irgendwelche YouTube-Videos sich anschauen. Es ist richtig hässlich. Es gab auch wieder einen Toten auf diesen Demonstrationen, einen bestätigten Toten. Darüber wird wenig berichtet, aber der Aufschrei ist dann groß, wenn die Polizeistation von Minneapolis abgefackelt wird und wenn es Plünderungen gibt. Das gab es, gab viele Plünderungen. Und darüber sollten wir vielleicht mal sprechen, ja, weil das ist jetzt sozusagen die Frontalangrifflinie der politischen Rechten, ja, die Tommy Lauren, die Maschinengewehr-Bloggerin der Trump-Administration bei Fox News, ja, die sagt hier, die haben schon Polizisten ermordet, die plündern eure Häuser und so weiter, wo bleibt der Staat, der uns schützt, ja, das findet übrigens auch, finde ich, ganz interessant in den ganzen rechten Blogs, eine komplette Verdrehung der Täter- und Opferperspektive. Ja, das sind die Weißen, die Opfer der kriminellen Schwarzen und der Staat versagt. Und der Trump ist jetzt der Mann, der uns Weiße schützt. Muss man auch im Kopf haben. Den Gegner muss man auch im Kopf haben. Wir sehen jetzt die Lage, der da aufsteht. Darüber sollten wir auch nochmal sprechen. Ich muss sagen, ich sage es mal ganz offen in die Kamera, ich habe innerlich gefeiert, als diese Polizeistation abgebrannt worden ist. Ich weiß nicht, wie es euch dabei ging.
Und ich finde, dass dieses Element von, dass Institutionen, die so verhärtet in Unterdrückung sind, dass man die nicht mit nett reden und irgendwie warten, dass man jetzt nochmal viermal den Innenminister wechselt, oft verändert werden, sondern oft, dass es eben solche Elemente von Riot und Aufstand braucht, um Institutionen zu verändern. Ich glaube, bei der Polizeistation muss man ja sehen, dass alles inzwischen darauf hinausläuft, dass es ein Agent-Provokateur war, der die Polizeistation inzwischen angezündet, also der sie angezündet hat. Okay. Videos, die relativ deutlich zeigen, dass es eine weiße Person war, die die Polizeistation in Brand gesetzt hat. Und die Ex-Frau dieser Person berichtet halt, dass er Polizist war oder sogar noch ist. Deswegen habe ich da meine Zweifel, inwieweit also das tatsächlich von den Betroffenen selbst geschehen ist, sondern tatsächlich auch gerade ein Akt war, um die Proteste zu dämonisieren. Ich kann Wut und Frustration da auf jeder Ebene nachvollziehen bei den Menschen, aber ich glaube tatsächlich, ist gar nicht von ihnen gekommen, sondern ist, um das Setting in dieser Debatte zu verändern, geschehen. Und ich glaube, das ist auch das, worauf es hinausläuft. Also das, was du gesagt hast zu diesen ganzen rechten Blogs und so, das ist ja der Kern dessen, worauf sich die Republikaner stützen, die ja in der Debatte jetzt anders agieren als die Demokraten, wo sie in der Opposition sind. Und da muss man auch sagen, unter Obama wurde kein einziger Polizist für einen Mord verurteilt. Um da mal diesen Mythos, Obama war irgendwie der große Befreiungskämpfer, ein bisschen gerade zu rücken. Das ist das, worauf sich die Rechten stützen, dass es eine Gefahr für die Weißen gibt, eine Gefahr für die Sicherheit und all das. Deswegen auch der Einsatz der Nationalgarde. Und ich glaube, das Bild wird nicht klappen. Die Menschen wissen, oder ein großer Teil derjenigen, die jetzt auf der Straße geht und deren Umfeld wissen an diesen Bildern und an diesen Stereotypen, wenig dran ist. Und auch für große Teile der, sag ich mal, weißen Arbeiterschicht in den USA ist ja in diesem Video deutlich zu ersehen, von wem die Gefahr ausgeht. Und alle, die sich irgendwie mit der Frage auseinandersetzen von Polizeigewalt, sehen, auf wessen Seite die Gefahr ist. Also die Dämonisierung klappt auch irgendwann nicht mehr, wenn es zu offensichtlich ist. Und ich glaube, das ist das Problem, wo sie jetzt probieren, irgendwas entgegenzusetzen. Aber ich bezweifle, dass es erfolgreich sein wird. Also, dass noch Leute bei den Protesten erschossen würden oder schwer verletzt, ist ja ein weiteres Zeichen daher, wo die Gefahr ausgeht. Über 50 verhaftete Kamerateams sind auch kein Ausdruck der sogenannten Meinungsfreiheit und Demokratie, die Trump sonst ja immer predigt. Und auf starken Mann machen, nachdem man sich im Bunker eingeschlossen hat, weil vor seiner Haustür Leute protestieren, trägt wahrscheinlich auch nicht dazu bei, dass die Leute ihm irgendwas abnehmen. Aber ich verstehe auf jeden Fall auch, wenn Leute sagen, sie setzen sich zur Wehr, also sie lassen sich nicht niederknüppeln und all das. Das berechtigte Selbstverteidigung ist immer richtig. Plünderungen sind dagegen jetzt nicht so das, was ich groß verteidigen würde, aber ich glaube, man muss das aus der Situation heraus auch verstehen, dass einige das dann als richtigen Ansatz sehen. Weißt du, diese Art von Explosion, die wir da erleben, ist ja davon gekennzeichnet, dass es eben gerade keine Organisationen gibt, die das irgendwie leitet oder eine sozusagen vereinigende ideologische Grundlage oder so. Das versuchen jetzt natürlich einige hineinzuinterpretieren, die dann sagen, die Antifa steckt da dahinter oder so. Aber tatsächlich gibt es das eben nicht, sondern es ist die Wirkung von diesem Video, das die Leute spontan auf die Straße treibt, kombiniert mit der Erfahrung mit rassistischer Polizei, die sie halt selber ständig machen. Und dann hast du eben, kommst du in diesen Austausch sozusagen mit der staatlichen Repression und dann entwickelt sich da etwas. Und insofern, das geht dann in alle Richtungen, platzt das auf, ja. Sehr interessant ist allerdings, gerade hat Newsweek eine Umfrage veröffentlicht, wonach 54% der Befragten, die das Anzünden von der Polizeistation begrüßen oder verstehen. Also das ist ja, wenn man sich das in Deutschland mal vorstellt, da würde einer hier ein Polizeirevier anzünden und mehr, also 54% der Deutschen würden das irgendwie gutheißen. Also das zeigt ja auch schon, wie diese Polizei im Alltag erlebt wird. Es gibt einen sehr interessanten Essay eigentlich, für einen Artikel ist das ein bisschen lang, von einem David Whitehouse eben über die Entstehung der Polizei, modernen Typs, wie wir die kennen. Und das ist ganz interessant, weil er eben herausarbeitet, dass diese Institution Polizei
noch gar nicht besonders alt ist. Es ist eigentlich so Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden. Und der Grund dafür war eben einmal Städtewachstum. Man hatte es also mit größeren Zusammenballungen von Menschen zu tun. Das hat gewisse Probleme nach sich gezogen. Dass zum Beispiel dieser Effekt, ich mache eine öffentliche Hinrichtung und schrecke dadurch Leute ab, besser hinhaut, wenn da 100 Leute zuschauen, als wenn da 50.000 zuschauen. Da wird es dann, wenn der Hingerichtete populär ist, doch schnell mal gefährlich. Die Polizei in London zum Beispiel ist eingeführt worden, unmittelbar, oder die Diskussion und Vorbereitung hat gestartet nach dem sogenannten Peterloo-Massaker, einem Massaker in Manchester 1819, wo eben dann reguläre Truppen, also Soldaten, in die Menge gefeuert haben und es gab über 100 tote Arbeiter. In den USA war es ähnlich. Es gab in New York unglaublich viele Aufstände und Riots von Schwarzen, von irischen Katholiken, von Arbeitern, von Hafenarbeitern und so weiter und so fort. Und daraufhin hat man dann eben auch diese Polizei eingeführt. Und der Grund war so ein bisschen der, dass du eben mit dem üblichen Repressionselement, nämlich regulärer Militäreinheiten, eigentlich nur eine Möglichkeit hattest. Du konntest da reinschießen. Und dadurch hast du eben regelmäßig Märtyrer produziert und es war also kein besonders, sagen wir mal, ausgefeiltes Repressionssystem. Die Polizei konnte eben zwei Sachen machen. Das eine ist, sie konnte sehr viel mehr Instrumente der Mengenkontrolle, der Massenkontrolle entwickeln. Eben von, wie man das heute kennt, von Kesseln, Reinknüppeln, spanische Reiter, also Einzäunen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die das Militär so eben nicht hatte. Und das Zweite ist, man konnte die Alltagskontrolle der Arbeiterviertel, die hättest du jetzt über reguläres Militär nicht machen können, aber eben mit der Polizei konnte man das machen. Und so ist man eben von dem klassischen Nachtwächter zu einer 24-Stunden patrouillierenden Polizei übergegangen. Und das, glaube ich, muss man eben sehen. Die Polizei ist auch keine neutrale Institution. Und auch wenn jetzt natürlich alle sehr geil sind auf diese Bilder, wo sich irgendwo Polizisten solidarisieren, das finde ich auch gut. Das soll man auch natürlich unterstützen und positiv bewerten. Nur ich glaube, man sollte nicht die Illusion haben, dass die Polizei eine neutrale Instanz ist, zumal in den USA. Und was er, David Walters, in diesem Artikel eben auch rausarbeitet, ist, dass im Süden der USA die Polizei strukturell direkt hervorgegangen ist aus den Sklavenpatrouillen. Also Milizen der Sklavenhalter, um eben entlaufene Sklaven wieder einzufangen und Aufständische oder unbotmäßig sich verhaltene Sklaven zu züchtigen und so weiter und so fort. Also das steckt schon alles in dieser Institution sehr tief drin. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du gerade aufgemacht hast. Über die Rolle der Polizei in der Gesellschaft müssen wir, glaube ich, ausführlicher mal diskutieren. Natürlich ist sie nicht neutral, aber ich glaube, wir wollen auch uns nicht eine Gesellschaft vorstellen, wo es keine Polizei gibt, weil es ist auch nicht angenehm. Also sozusagen, man muss allerdings schon darüber fragen, warum ist es so? Also ich denke, wir brauchen die Polizei als eine Behörde in der Gesellschaft, aber warum ist es so, dass immer rechte Tendenzen in solchen Institutionen wie Polizei immer überrepräsentiert sind gegenüber der gesamten Gesellschaft? Das kann man, glaube ich, nachvollziehen. Nach allen Umfragen, die es gibt, ja, rechtsradikale Parteien haben immer höhere Stimmanteile innerhalb der Polizeibehörden und so weiter. Das ist ein Problem. Ja, sozusagen, das ist eine notwendige Behörde, die aber irgendwie komische Dynamiken in sich hat. Ja, weil es die einzige bewaffnete Organ ist und die Menschen, die da reingehen, auch in einer ganz komischen, ungesunden Alltagsdynamik reinkommen oft. Und ich glaube, dass die Lösung nur sein kann, dass da besondere Aufklärung notwendig, besondere Schulungsprogramme notwendig, sehr viel mehr investiert werden muss, um diese Tendenzen, den autoritären Charakter des Rassismus, des Sexismus, sozusagen die toxische Männlichkeit, die es da auch sehr stark in diesen bewaffneten Organen gibt, dass man die weiter zurückdrängt. Allerdings, ich will nochmal auf die Frage der Gewalt und Plünderung zu sprechen kommen. Natürlich gibt es die Agent-Provokateuren. Das mit dem Polizeistaat von Minneapolis wusste ich nicht. Das ist natürlich krass. Es gibt aber auch Videos, wo rechte Milizen sich als Antifa, was immer das auch sein soll, oder bekleiden, ja, und dann irgendwelche kleine Läden kaputt hauen und das sozusagen die Proteste in die Schuhe schieben wollen. Das gibt's alles. Aber es ist auch real, dass es Leute sind, normale, wütende Menschen, die Polizeiautos anzünden, ja, und auch Läden plündern, ja. Und ich muss sagen, das ist immer eine Frage, wo ich sage, hey, also
friedlicher Protest, ja, ist absolut notwendig. Wir müssen friedlich protestieren. Es geht immer darum, dass man Dialog führt, dass man versucht, politischen Druck zu machen, dass man versucht, demokratische Institutionen auf demokratische Weise auch zu verändern. Ja? Aber irgendwo gibt es in gewissen Stellen in der Gesellschaft auch Grenzen, wo man da nicht weiterkommt. Und ich glaube, die Polizei in den USA, in Südstaaten der USA, ist genauso ein Beispiel. Da ist, ich meine, wie lange willst du mit denen noch reden? Wie lange willst du sagen, okay, okay, jetzt reden wir nochmal? Ja, und das, was Flo gerade von Polizei konkret beschrieben hat, dass es von Sklavenjäger-Truppen entstanden ist, ja, das ist ja die Geschichte der USA an sich. Ja, das sind ja Westeuropäer gewesen, ja, die einen Genozid an die Indianer gemacht haben, die Millionen afrikanische Menschen versklavt haben mit Genozid und Versklavung und auf diese Grundlage diesen Staat aufgebaut haben. Und ich glaube, man soll sich nichts vormachen, wie tief das in der Identität, im Subjekt des amerikanischen Menschen, der US-amerikanischen Menschen, das noch drin ist. Ja? Dieses Privileg, andere zu versklaven, andere zu vernichten für eigene Privilegien, für eigene Profite. Diese imperiale Identität ist so stark noch vorhanden und scheinbar hat sich das in solchen Institutionen sehr tief eingenistet, wo ich glaube, dass Riot, Aufstand und auch mal eine abgefackelte Polizeistation scheinbar notwendig ist, um gewisse Vermachtung, die tief in diesen Strukturen ist, aufzubrechen. Ich meine, der Eric Hobsbawm, der hat einen sehr, sehr schönen Begriff geprägt, nämlich Collective Bargaining by Riot. Also sozusagen Tarifverhandlungen durch Aufstand oder durch Straßenkampf. Und das tut er eben an dem Beispiel der unglaublich zahlreichen Riots, die es in New York Anfang des 19. Jahrhunderts gegeben hat, wo sich das zu einem Punkt gesteigert hat, wo das einmal im Monat vorkam. Und dann haben sie irgendwann eben diese Polizei eingeführt. Ja? Und wenn man sich eben anschaut, was wird jetzt da Plünderung genannt, dann sind es natürlich immer diese Aktionen, die von unten passieren, von armen Leuten passieren. Bei anderen sozialen Schichten nennt man den gleichen Vorgang Steuersparmodell oder so. Also das ist so, was ist denn eigentlich mit der Plünderung, die von der Wall Street ausgeht? Da würde man nie von Plünderung reden oder so, sondern, ja, also und das muss man eben auch sehen. Das Problem ist aber natürlich, die Leute da unten plündern in der Regel eben nicht die ganz Reichen, sondern eher andere Arme, weil ja sonst natürlich auch niemand da ist. Und das ist, glaube ich, genau das Problem, wenn die Wut nicht zielgerichtet ist. Ja? So. Ich glaube, man hat ja, also das, was Flo gerade angesprochen hat, ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, weswegen ich auch meine Probleme, also weswegen ich sage, Plünderungen sind nicht das richtige Mittel, weil es trifft ja Leute, die auch nicht vom System profitieren. Würden Sie sagen, irgendwie, wir räumen Trumps Banktresor leer, dann würde ich sagen, Glückwunsch, dass ihr den aufbekommen habt. Ich glaube aber, es ist tatsächlich nicht die richtige Antwort, wenn man irgendwie die Läden in seinem Viertel plündert oder Ähnliches. Und auch, also klar, die Situation der Polizei ist in den USA auch nochmal eine ganz andere, als wir sie hier in Deutschland haben. Aber ich meine, es gibt auch in Europa durchaus krass rechte Tendenzen in der Polizei. Griechenland ist das beste Beispiel, wo die Goldene Morgenröte 2015 war das, glaube ich, bei den Umfragen unter den befragten griechischen Polizisten bei fast 50% lag. Also man muss dazu sagen, das sind richtige Faschisten, ne? Das weiß nicht jeder. Ne? Genau, das ist eine offen faschistische Partei, die Schlägertrupps hatte, die Flüchtlinge auf der Straße verprügelt hat. Also es gibt unterschiedlich ausgeprägt. In Deutschland ist die Polizei ja eher so ein CDU-konservativ, würde ich mal sagen, wobei es natürlich auch irgendwie rassistische Polizisten in Deutschland gibt und Racial Profiling, aber es ist schon nochmal was anderes als in den USA zum Beispiel oder auch in Griechenland 2015. Ich verstehe da halt die Frustration und die Wut darüber, dass sich da nichts entwickelt und dass man keinen einzigen verurteilten Polizisten hat für irgendeinen rassistischen Mord in den USA, zeigt halt auch, dass es kein Vertrauen mehr gibt. Also wem soll man vertrauen? Die Staatsanwälte verurteilen nicht, klagen nicht an. Wenn sie anklagen, also 3% werden angeklagt nach Morden an Zivilisten, wenn sie dann anklagen, ist die Erfolgschance da noch nicht mal bei 10%. Das heißt, man hat insgesamt noch nicht mal eine Erfolgschance von 1%, dass jemand dafür verurteilt wird.
Und für Mord wurde, wie gesagt, unter der gesamten Obama-Administration niemand verurteilt. Auch nicht für Totschlag oder Ähnliches. Also das, dass sich die Wut da anstaut, ist vollkommen nachvollziehbar. Brennende Polizeiautos, wahrscheinlich nicht die richtige Antwort, also in den USA nicht die richtige Antwort. Ich weiß aber auch nicht, wie man da sonst, also wenn sie friedlich demonstrieren, werden sie halt auch niedergeschossen. Und die Frage ist, welche Strategien können da entwickelt werden? Und ich glaube tatsächlich, dass der Druck da massiv steigen muss. Also dass die Proteste müssen sich halt viel weiter ausbreiten. Sie müssen tatsächlich auch zu Blockaden und Ähnlichem führen, damit der Druck erhöht werden kann. Und tatsächlich auch dieses ganze System in Frage gestellt wird. Also in den USA überprüfen ja nicht mal andere Polizeiinspektionen Morde, sondern es wird von derselben Polizeiinspektion teilweise gemacht. Wie das Ergebnis ausschaut, wenn ich meinen Freund überprüfe, ob der was falsch gemacht hat, wenn wir ein ähnliches Weltbild teilen, ist vermutlich vorher absehbar. Also ich glaube, das gesamte Justizsystem in den USA ist ja auch das Problem. Also wenn das sieht man auch bei den Gefängnisraten, wo auch schon mal drauf eingegangen wurde. Ja, also um es mal klarzustellen, natürlich ist niemand findet es gut, wenn irgendwelche kleine Läden geplündert werden in der Nachbarschaft. Das ist scheiß kriminelles Verhalten. Ja? Aber dass wenn eine Apple-Filiale in Seattle geplündert wird, ich finde es okay. Das ist eine Art von Umverteilung. Ja? Und ich will vielleicht noch mal ein letztes Mal ein Zitat von Martin Luther King, der hat ja mal gesagt, the riot is the language of the unheard. Also es ist die Sprache derjenigen, die man nie hört. Ja? Und ich war ja in Hongkong, es ist ein ähnliches Phänomen übrigens dort. Die haben gesagt, wir demonstrieren seit 20 Jahren, seit 15, 20 Jahren immer friedlich, ja? Damit wir unsere Rechte behalten können. Es wird immer schlimmer. Es geht nicht mehr. Ja, und deswegen, wie bei denen war es Konsens, dass man jetzt violent sein muss. Ja? So, und ich glaube, das wird das Problem nicht lösen, das steht mich nicht falsch, eine Polizeistation abzufackeln wird nichts lösen. Ja? Aber ich finde, es ist ein verständlicher Ausdruck dessen, was dort jetzt stattfindet. Ich will noch mal eine Sache auch noch mal verstärken, Jules, was du gesagt hast, dass wir in den USA wirklich ganz andere Verhältnisse haben als hier. Ja, natürlich gibt es hier auch rassistische Polizisten, auch hier gibt es Racial Profiling, auch hier sind Migranten schon mal umgebracht worden in Polizeigewahrsam. Ja. Und auch hier hat es selten Konsequenzen. Hat es auch selten Konsequenzen. Ich habe hier zwei Bilder, die wir einblenden können, aber damit die Verhältnisse ein bisschen klarer werden. Also von der Polizei im Dienst erschossene Menschen in USA 2019 waren es 1004, ja. In Deutschland 2018 11, in Frankreich 14. In England 3, Schweiz 1. Ja? Das hochgerechnet pro Million Einwohner ist es in Schweiz 0,12, in England 0,04, in Deutschland 0,13, in Frankreich 0,2, in den USA 3,06. Ja? Und das ist halt die Realität. Es ist wirklich sind ganz andere Verhältnisse. Ja? Es ist nicht vergleichbar zu in Deutschland, was wir hier haben. Ich persönlich muss sagen, ich bin 46, ich habe noch nie Erfahrung mit rassistischen Polizisten gemacht. Die gibt es. Aber ich bin mein Leben damit bisher durchgekommen. Ich glaube nicht, dass das Schwarze mit 46 wenn du nicht Millionär bist, ja, so gute Chance ist, in den USA damit durchzukommen. Jetzt, vielleicht reden wir aber noch mal kurz darüber, wohin steuert jetzt USA bei diesem Aufstand? Was sind eure Einschätzungen, was jetzt passieren wird, auch hinsichtlich der Wahlen im November? Na, weißt du, also ich denke erstmal, dass die Gegenseite nicht unterschätzt werden darf. Umfragewerte für Trump, das ist jetzt mal das eine. Aber Geschichte wird nicht durch Umfragewerte entschieden, sondern letzten Endes durch die organisierte Kraft, die verschiedene Lager auf die Waage bringen. Und wenn man sich jetzt anschaut, was Trump da macht, dann muss man ja sagen, er hat eine sehr konsequente Orientierung auf Bürgerkriegsszenarien. Das scheint immer wieder durch. Ja. Am Anfang seiner Amtszeit zum Beispiel hatte er so eine Redewendung in seinen Reden, die hieß The Perfect Storm. Er hat immer so geraunt. Ja. The Perfect Storm is coming. Und dann haben Leute gerufen, What is the Perfect Storm, Mr. President? Und er hat gesagt, just wait, you will see. Ja, der perfekte Sturm wird kommen. Und das sind so Anspielungen, die bei ihm ja immer drin sind. Gerade hat man ja auch wieder
eine Riesendebatte gehabt bei Twitter, Facebook, Instagram und so weiter und so fort, die bei Facebook ja wirklich dazu geführt hat, dass es einen Streik gab bei Facebook, dass viele, auch führende Leute bei Facebook, gekündigt haben, weil eben dieser Tweet, wo Trump geschrieben hat, when the looting starts, the shooting starts, ja, also mit anderen Worten, wenn geplündert wird, wird geschossen. Das hat, also Twitter hat das ja irgendwie gekennzeichnet als gewaltverherrlichende Aussage und Facebook hat das einfach eben durchgehen lassen. Ja? Aber Trump hat ganz gezielt Öl ins Feuer geschossen. Wenn man sich die bewaffneten Milizen anschaut, wenn man sich anschaut, diese Corona-Demos, wo ja zum Teil interessanterweise eben auch in Minnesota, in Michigan, also in demokratisch kontrollierten Bundesstaaten, Leute mit Sturmgewehren und so weiter das Parlament gestürmt haben. Also unglaubliche Szenen. Und dann eben heute gab es einen sehr, sehr guten Artikel von Sascha Lobo dazu im Spiegel. Diese regelmäßigen Ankündigungen von Trump, dass man also mit Wahlfälschungen zu rechnen hätte, das ist wahr, aber der Hauptwahlfälscher wird er selber sein. Aber wo er sozusagen schon in Aussicht stellt, dass man das Wahlergebnis im November der Präsidentschaftswahl nicht anerkennen wird. Also ich denke, es gibt tatsächlich eine sehr, sehr gefährliche Bürgerkriegsdynamik in den USA, die also nicht zu unterschätzen ist. Ja? Und das ist was, was wir uns, glaube ich, in unserem doch immer noch sehr braven, organisierten Deutschland nicht so klar machen, dass da, ich meine, wir reden über ein Land, in dem unglaublich viele Schusswaffen, Kriegswaffen quer durch die Bevölkerung rumfliegen, wo du ohnehin ein irres Maß an Gewalt hast. Eben wir reden von 9.000 bis 10.000, 12.000 auch mal Morden jedes Jahr in den USA. Das sind unglaubliche Zahlen. Ne? Und du hast eben wirklich eine Aufschaukelung in der politischen, im politischen Kräftefeld, die schon also nicht von schlechten Eltern ist. Und deswegen, also Frage von Petram war ja sozusagen, wie wirkt sich das auf die USA aus? Also ich denke erstmal ziemlich verheerend. Ich glaube, die USA sind da auf einem ganz fatalen Weg im Moment. Insbesondere, wenn man dann eben auch nochmal vergleicht, Entschuldigung, wackelt, wenn man dann nochmal vergleicht, das Konjunkturpaket, das Corona-Hilfspaket, das Trump aufgelegt hat, ja, 4-5 Billionen Dollar, die mehrheitlich zu den Superreichen gewandert sind. Und dann schaust du dir jetzt diesen totalen, radikalen, keynesianischen Turn in Europa an. Ich denke, die USA sind da auf einem Weg, der auch wirklich ihren Abstieg als Empire einleitet. Ich glaube, die Wahlen im Herbst, da ist es für die große Mehrheit der Bevölkerung fast egal, wie es ausgeht. Also es wird sich substanziell gerade in so ökonomischen Fragen fast nichts ändern. Also die Demokraten werden irgendwie keine Umverteilung von oben nach unten oder Ähnliches durchsetzen. Also gerade in so sozialen Fragen wird da wenig kommen. Vielleicht wird der Mindestlohn ein bisschen angehoben und die Gesundheitsversorgung ein bisschen besser. Aber sonst kann man da, glaube ich, nicht viel erwarten. Ich glaube, der interessante Punkt ist tatsächlich, ob Trump und seine Anhänger das akzeptieren werden. Und man spricht irgendwie von Gewalt, wenn Läden geplündert werden. Da haben wir gerade drüber geredet, aber man Trump feiert es, wenn die guten Bürger, wie er sagt, mit Maschinengewehren bewaffnet ins Parlament stürmen. Also das muss man sich mal vorstellen. Mir ist kein Beispiel, seit ich lebe, bekannt, wo ein Parlament von irgendwie Zivilisten mit Maschinengewehren gestürmt wird und der Präsident das gefeiert hat. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt jemals gab. Das müsste man mal nachschauen, aber das ist ja ein einzigartiger Vorgang eigentlich. Ja, es gab einen sehr berühmten Fall, die Black Panther, die Schwarzen Panther, haben genau das gemacht. Sie haben ihr Recht, Waffen zu tragen, ausgeübt, indem sie mit Waffen vors Kapitol und auch in Kalifornien ins Parlament rein sind. Und dieser Anblick von Schwarzen mit Waffen, den fand natürlich auch die National Rifle Association gar nicht so gut. Achso, nee, das war ja mein Punkt. Mein Punkt war nicht, dass irgendwie Leute gab, die mit Waffen ins Parlament gegangen sind, sondern dass das vom Präsidenten begrüßt wird. Das ist ja das. Ja. Das ist der einzigartige. Das gab es noch nie. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass er da einen Staatsstreich versuchen wird. Und ich glaube, danach wird es halt nochmal viel, viel übler. Und das ist ja auch etwas, also Sascha Lobos Artikel war großartig, weil er das ja analysiert hat, wie der Präsident, wie die USA vorgegangen wird. Weil das ist ja etwas, was hier komplett außerhalb der Realität liegt. Also wenn wir uns irgendwie in Deutschland anschauen,
Dann gibt es nach der Wahl irgendwie, keine Ahnung, Schwarz-Grün statt Schwarz-Rot oder so, aber es wird wahrscheinlich nicht mal irgendwie Demonstrationen groß dagegen geben oder ähnliches. Und in den USA steht das ja echt zu befürchten, dass es mit Waffengewalt das Ergebnis, was gehabt werden will, durchgesetzt wird. Und ich glaube tatsächlich, das kann nur verhindert werden, wenn es eine organisierte Kraft gibt, die sich dem entgegenstellt. Und das wird nicht die Wahlkampagne von Joe Biden sein, also der dann, der seinen Anhänger auch, der geht an die Urne und wir verändern die Welt. Ja, das wird es nicht sein. Also die Veränderung irgendwie des amerikanischen Systems wird nicht kommen durch das Wählen von Joe Biden. Damit wird der Abstieg vielleicht verzögert. Aber ich glaube, auch alle ökonomischen Tendenzen deuten ja darauf hin, dass die USA immer weiter runtergehen. Also die können ja noch so viel Geld aus dem Ärmel schütteln, was sie nie wieder zurückzahlen können. Trotzdem ist es ganz klar, dass die USA ihren Status als einzige, als unipolare Macht nicht halten werden können. Und das verschärft noch natürlich auch mal die Konflikte in den USA, weil dann ist die Frage, wer trägt die Kosten dafür, dass die USA nicht mehr machen können, was sie wollen. Und das wird halt die Mehrheit der armen Menschen in den USA sein. Mich erinnert das ein bisschen an ein Gespräch, was ich mit einem Blogger in Hongkong hatte. Der meinte, ey, die führen gerade überall 4K-Kameras ein. Und wenn wir das jetzt nicht gewinnen, dann war es das. Er meinte, dieses Endgame. Das war sein Begriff. Und ich habe das Gefühl, in den USA ist es gerade auch ein bisschen Endgame in den nächsten Monaten. Weil tatsächlich, deutet alles darauf hin, dass Trump diese Wahl nicht akzeptieren wird, wenn er verliert. Das heißt tatsächlich Bürgerkrieg. Ja. Übrigens, Black Panther, die mit den Waffen vor Kapitol gegangen sind damals, unglaublich starkes Zeichen, aber das war ihr Todesurteil. Danach wurden sie alle von FBI umgebracht, deren Führung. Ja? Und die Organisation wurde total zerschlagen, ja, weil sie das gemacht haben. Jetzt gehen die Milizen mit Waffen in die Parlamente rein und kriegen totale Unterstützung sozusagen vom Staat, ja? Oder von Spitzen. Nicht von allen Ebenen. Also ich glaube, das ist ein total krasses Szenario, worauf USA gerade hinsteuert. Teile ich genau, was ihr beide gesagt habt. Man muss allerdings auch sehen, dass Trump zwar die Spitze des Staates hat, aber erstmal nicht alles im Staat kontrolliert, teilweise auch republikanisches Establishment nicht mitgeht und dass die Nationalgarde teilweise auch niedergekniet hat. Ja, in Solidarität. Das ist schon auch ein starkes Zeichen. Das war in den 60ern nicht so, als damals gegen die Studentenbewegung die Nationalgarde einmarschiert ist. Die haben geschossen. Ja, es gab Tote. Ja. Und diesmal merkst du, ey, das ist irgendwie, die Polizisten knien teilweise nieder, die Nationalgardisten knien teilweise nieder. Ich habe nicht das Gefühl, dass mit dieser Armee jetzt man einfach so die Bevölkerung zusammenschießen kann. Also das kann zu einem wirklichen Auseinanderfallen führen, wenn er diese Wahl nicht akzeptiert. Und es sieht ein bisschen aus wie Syrien, ehrlich gesagt, wo die Armee irgendwann zerfallen ist. Ja? Es sieht aus wie ein Failed State. Ja, erinnert mich ein bisschen an Syrien. Das ist so. Naja, da gab es ja im Postillon diese sehr schöne Meldung, dass Assad praktisch die UNO angerufen hat, man müsste jetzt die moderaten Rebellen in den USA also unterstützen und so. Weißt du, aber das ist, glaube ich, sehr wichtig, um die USA zu verstehen, ihre totale kulturelle und politische Zerklüftung mit ins Bild zu nehmen. Dass eben die Nationalgarde auf der einen Seite oder Polizisten auf der einen Seite niederknien und sich solidarisieren mit den Demonstranten, heißt überhaupt nicht, dass du nicht andere Einheiten von denen problemlos Klar. einsetzen kannst, um voll reinzuballern, weil du hast eben zwischen Deep South und sehr sagen, rassistisch strukturierten Staaten und im Grunde ja entlang der alten Mason-Dixon-Linie, also entlang der Linie, wo der amerikanische Bürgerkrieg, der Sezessionskrieg ab 1860 ausgefochten wurde, hast du ja bis heute einen unglaublichen kulturellen Bruch, der ein bisschen aufgeweicht wird und durcheinandergebracht wird, muss man sagen, durch die Migration auch innerhalb der USA. Das heißt zum Beispiel, dass in Bundesstaaten wie Texas die hispanische Bevölkerung unheimlich zunimmt, und dadurch Texas plötzlich zu einem Battleground State wird, also zu einem Wackelkandidaten, der den Demokraten auch zufallen könnte. Also das ist schon sehr dynamisch. Ja. Aber tatsächlich spricht im Moment vieles dafür, dass du vor allem eben eine irre Polarisierung hast, die dieses Land immer weiter zerreißt. Ja. Und wie das dann ausgeht, wenn es noch ökonomisch immer schwieriger wird, das ist eben dann die spannende Frage. Und ich denke, es wird ökonomisch
immer schwieriger werden. Weil eben, wenn du jetzt das mal vergleichst, diese Corona-Reaktion, was macht jetzt da China, was macht Europa, was machen die USA? Also die USA machen im Grunde genau das unter Trump, was in der Weltfinanzkrise 2007, 2008 eben Europa auch gemacht hat. Sie haben einfach Geldgeschenke verteilt an die Finanzindustrie und an die Superreichen. Das ist halt so dieses ewige neoliberale Mantra, dass du einfach oben immer mehr Geld reinschmeißt und Steuervergünstigungen und so weiter und so fort, um das Kapital irgendwie anzuziehen und Investitionen zu stimulieren und bla bla bla. Das ist im Grunde das, was Trump jetzt auch weiterhin macht. Und übrigens, wer hat dafür gestimmt? Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, ja, die ganzen progressiven Champions haben alle zugestimmt, weil irgendwo noch 3,60 Mark für arme Krankenschwestern mit drin waren. Also eine totale Bankrotterklärung, wenn du mich fragst. Dann schaust du, was macht China, was macht Europa? Ja, sie machen ein klassisches Konjunkturprogramm im keynesianischen Sinne und investieren auch klassisch keynesianisch in Infrastruktur. Ja, in Bildung, in Verkehrssysteme, in Forschung und letzten Endes auch in eine ökologische Transformation. Und wenn man sich das anschaut und überlegt, wie wird sich das in 2, 4, 5 Jahren auswirken, wenn das so weitergeht, also ich denke, die USA haben da also enorme Probleme. Und der innenpolitische Druck, der sich jetzt da entlädt, ist ja letztlich auch eine Spiegelung des Drucks, den sie außenpolitisch immer mehr abbekommen, wo eben ihre Hegemonialposition auch schon lange nicht mehr so ist, wie sie früher war. Ich denke, die hätten sehr gerne einen Krieg gegen den Iran vom Zaun gebrochen. Aber es ist halt nicht ganz so leicht in dem Moment halt, wo Russland und China den Iran unterstützen und Europa nicht richtig mitzieht, dann überlegst du dir doch, ob du das machst. Ich würde ein bisschen einschränken, was die Konjunkturprogramme in Europa angeht. Okay. Also in Deutschland haben wir ja schon, also wir haben ja jetzt gestern das Konjunkturpaket irgendwie gehört. Aber tatsächlich ist das ja das Erste, was so ein bisschen was auf Nachfrageorientierung setzt. Vorher hatten wir vor allem Kredite für die Superreichen. Also ja. Die ersten Maßnahmen waren ja ganz klassisch wie in den USA. Also man hat irgendwie Lufthansa Geld gegeben, BMW ein paar Tage vor seiner Ausschüttung nochmal ein paar Milliarden in den Rachen geworfen. Adidas. Deswegen, also die ersten Maßnahmen waren hier schon auch relativ ähnlich. Ja. Das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt, auch wenn man da natürlich sagen muss, aus unserer Perspektive könnte da noch viel besser laufen. Also für die Ärmsten gibt es ja hier auch nichts, sondern eher tatsächlich für die arbeitende Bevölkerung, aber für Hartz IV und so wird ja auch nichts getan. Ich glaube aber tatsächlich, in den USA ist die Frage, dass auch die komplette Linke versagt hat, also die ja eh schon sehr gering ist, mit irgendwie DSA und so in dieser Krise, dass sie all dem zugestimmt haben, dafür, dass es, glaube ich, $1,500 einmal Zuschuss gab. Ich glaube, das war der Kompromiss oder kann sogar 2000 gewesen sein. Hat man das größte Paket der Geschichte geschnürt, wo die Summen für die arme Bevölkerung einfach ein Witz sind. Es sind Peanuts. Und wie da Druck dagegen aufgebaut werden soll, frage ich mich. Also es gibt tatsächlich keine organisierte Kraft, die das vereinen kann. Und wirtschaftlich sieht man, also es ist ja nicht nur ein militärischer Niedergang, auch wenn die USA da jetzt nochmal mehr reinstecken, wirtschaftlich sieht man ja, dass es niedergeht. Also von diesem Zollkonflikt mit China sind die USA viel mehr betroffen. Also wenn China seine Waren plötzlich in Europa oder in Kanada kauft, trifft es nicht in erster Linie die chinesische Wirtschaft. Die kann das vielleicht noch aushalten mit den Wachstumsprognosen, aber die amerikanische kann es nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch etwas, was sich über die nächsten Jahre nochmal massiv verschärfen wird, dass die USA einfach nicht mehr der Welthegemon sein werden. Sie sind es jetzt schon kaum noch und das wird in den nächsten Jahren gar nicht mehr existent sein. Dann wird es wieder eine multipolare Weltordnung werden, was zumindest irgendwie, sag ich mal, bei Kriegssituationen einen Vorteil stellen könnte, weil dann Kriege einfach nicht mehr so leicht vom Zaun gebrochen werden können. Also wie man am Beispiel des Irans gesehen hat. Die Falken in den USA wollten den Krieg und hätte irgendwie die EU oder mitgezogen oder China und Russland nicht gesagt, wir lehnen das komplett ab, wäre es wahrscheinlich auch so weit gekommen. Aber heute kann man das halt nicht mehr machen, wenn es da diesen Gegenwind gibt. Und das ist zumindest eine Chance, was internationale Konflikte angeht, glaube ich. Also über das Konjunkturpakete müssen wir nochmal in Ruhe mal diskutieren. Ich habe da ein bisschen eine andere Haltung, was jetzt die Abstimmung von Cortez und Sanders angeht. Das aktuelle Konjunkturpaket, dass wir das in unserer Lebenszeit erleben dürfen, dass die Regierung etwas Wirtschaftspolitisches macht
und wir nicht in Wut und Rage ausrasten müssen. Ne? Also das hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Manchmal überrascht einen Politik gerade auch zu positiven. Und das sind tatsächlich Folgen der Corona-Krise, die einem ja wirklich sehr, sehr positiv überraschen. Aber jetzt nochmal zurück zu USA. Ich glaube tatsächlich, wir haben es hier mit einem innenpolitischen Endgame zu tun. Und wir erleben gerade auch die Implosion eines Imperiums. Ja, und das ist, ich meine, was bedeutet das für eine weltweite Führungsmacht, ja, die gerade Militär gegen eigene Bevölkerung einsetzt? Also wen wollen sie noch was erzählen? Wer soll denen folgen, außer andere krass autoritäre Regime? Ja, während sie gleichzeitig gerade Vollkonflikt mit China führen wollen, an der Frage von Menschenrechten. Also die Bilder von Hongkong und New York, das ähnelt sich ja so stark. Ich fand das wirklich abgefahren. In Seattle gab es jetzt Regenschirmdemos wegen Tränengasgranaten. Ja. Es ist genau dasselbe Bild wie aus Hongkong. Es ist wirklich so zwei imperiale Großmächte. Ja, und eigentlich ist es sozusagen, beide gehen in dieser Form gegen die eigene Bevölkerung vor. Und da verliert, wir wussten alle, dass mit Trump USA an das, was man kulturelle Hegemonie nennt, total verliert. Nämlich an Akzeptanz, an wir wollen auch so sein. Dass alle Imperien, kein Imperium lebt nur davon, dass sie starke Militär hat und starke Wirtschaft. Die muss eine Ausstrahlungskraft haben, wo Menschen, Staaten, Leaders weltweit danach streben, auch so sein zu wollen. The American Way of Life. Ja? Diese Gesellschaft. Ja? Und ich glaube, das implodiert gerade in dieser Art und Weise in sich hinein. Und das ist tatsächlich auch ein Endgame für das amerikanische Imperium. Wobei ich nochmal ein bisschen relativieren will, wir wissen auch noch nicht, wie das ausgeht. Ja, also wenn Trump wirklich so einen Putsch versucht im November, ja, wenn er das verliert, ja, ey, was gibt es da auch dann für Möglichkeiten für ein progressives USA? Ja, also es ist alles noch nicht gesagt, was dann passiert. Es ist wirklich offen. US-amerikanische Gesellschaft, weiß man, dass die Geschichte ist auch eine sehr reiche Gesellschaft, eine sehr flexible Gesellschaft, die manchmal auch Lösungen finden, die wir gar nicht erwarten können. Aber der Trend ist tatsächlich, dass es innerlich diese Konflikte gerade nicht zu beheben sind, weiter eskalieren werden und dass die außenpolitisch sozusagen als Imperium gerade implodieren. Interessant ist natürlich, dass genau in diesen Zeiten, was Flo beschrieben hat mit der Antwort auf die Pandemiekrise, China und Europa ähnlichen Weg gegangen sind. Ja, und dass sie natürlich jetzt auch zusammenbringt, auch wirtschaftspolitisch, kulturell, ja, mit Lösungen, die eher auf Nachfrage setzen, auf Stimulierung, auf Stärkung vielleicht der eigenen Bevölkerung. Ja. So ist das ein Modell sein kann, wo China und USA gerade, das schreiben gerade auch einige Zeitungen, dass es ein neuer kalter Krieg gibt und in diesem neuen kalten Krieg gerade Europa und China, Europa angeführt von Deutschland, gerade mit China eher zusammenkommen und die USA ihre Position da ziemlich verlieren. Naja, wenn man die Artikel liest, die zum Beispiel die Süddeutsche schreibt, jetzt über Trump, die also ausgewiesene Transatlantiker, wie Peter Cornelius und so weiter, die da in der Süddeutschen schreiben, ja, jetzt gerade über Trump schreiben, also wo sie eben sagen, der Typ ist völlig verantwortungslos, völlig irre, der bringt die USA total an den Rand und so weiter und so fort. Also das ist schon interessant, was da sich sozusagen strategisch gerade ergibt, ja. Zu der Frage, wie das ausgeht, denke ich, meine historische Vergleiche sind natürlich immer sehr gefährlich und zum Scheitern verurteilt. Aber ich will mal nur einen kurzen Blick werfen auf die Zeit eben des amerikanischen Bürgerkriegs 1860 bis 64. Da war es eben so, die Südstaaten waren im Militär sehr viel stärker verankert als die Nordstaaten. Für den Sohn eines Plantagenbesitzers, der hatte nichts Vernünftiges zu tun. Die waren natürlich alle auch sehr romantisch veranlagt und so weiter. Und dann bist du nach West Point gegangen. Das heißt, unter dem Offizierskorps der Armee waren die Südstaaten viel, viel stärker verankert. Und das hat ja auch dazu geführt, dass sie die ersten 2-3 Jahre fast nur gewonnen haben gegen die Nordstaatenarmee. Die Nordstaaten hatten allerdings wirtschaftlich die weitaus größere Kraft. Und das hat sich dann in diesem Ringen irgendwann durchgesetzt. Aber es gab eben einen Konflikt zwischen Marx und Engels. Engels hat gesagt, die Südstaaten werden den Bürgerkrieg gewinnen, weil Robert E. Lee, der Oberbefehlshaber des Südens, der viel, viel bessere Stratege und Militär ist, als alles, was die Nordstaaten da hatten. Marx hat gesagt, nichts, der Norden wird gewinnen.
eben weil die industrielle Kraft auf Seiten des Nordens ist. Jetzt historisch muss man aber sagen, zum Beispiel in Gettysburg, einer der entscheidenden Schlachten dieses Krieges, stand eben auf Little Round Top, einem der entscheidenden Schlachtfelder auf diesem Schlachtfeld, ja halt ein Infanterieregiment aus Maine, das da gewinnen musste und nicht die Industrie des Nordens. Ja, das heißt, am Ende geht es um sehr konkrete Auseinandersetzungen, wo Menschen Geschichte ausbatteln. Wenn ich mir aber jetzt eben, ich hatte das ja anfangs zitiert, diese Äußerung von Mattis, Mad Dog Mattis, einem Kriegshelden in den USA, Militär durch und durch, der jetzt hier oft von Trump kritisiert. Also ich denke, auch institutionell ist das nicht ausgemacht, wie das ausschaut. Und man muss auch sehen, die USA sind natürlich auch das Land von Tesla. Sie sind auch ein Land, wo, obwohl Trump Kohle, ja, our beautiful clean coal und Fracking pusht ohne Ende, ist es trotzdem so, dass der Anteil von Kohle an der Stromerzeugung konsequent weniger wird und der Anteil von Solarenergie und Wind und erneuerbaren Energien konsequent mehr wird. Ja, weil die Investitionsentscheidungen von vielen individuellen Leuten mit viel Geld eben in eine ganz andere Richtung gehen, weil Bundesstaaten wie Kalifornien mit einer unglaublichen Wirtschaftskraft in eine komplett andere Richtung gehen. Also insofern, das ist nicht ausgemacht, wer jetzt da sozusagen gewinnt oder verliert. Was aber ausgemacht ist, aus meiner Sicht, ist, dass das jetzt ausgetragen werden wird. Ich wüsste nicht, wie man das sozusagen jetzt durch die Wahl von Joe Biden oder so alles wieder hübsch gedeckelt bekommt. Vielleicht gelingt das, aber man muss ja auch sehen, die Verfassungswirklichkeit der USA erodiert ja nicht erst seit Trump, sondern spätestens seit dieser Wahl von 2000, die George Bush unter skandalösen Umständen in Anführungszeichen gewonnen hat, dann 11. September hinten drauf und so. Und dann dachte man ja, Obama, der ja Verfassungsrechtler ist, würde die Verfassung wieder reparieren, hat er nicht getan. Das heißt, wir haben da schon eine sehr große Erosion auch der Institutionen, die seit 20 Jahren da in enormem Tempo stattfindet. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht, aber ich glaube, das wird noch viel konfliktreicher werden. Magst du noch ein Schlusswort? Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Konflikte in den USA halt auch eine Chance bergen. Also nicht nur die Konflikte, die wir gerade haben und die Massenproteste, sondern auch die zunehmende Organisierung zum Beispiel in Gewerkschaften, die ja in den USA erstmals in den letzten Jahren wieder ansteigt. Also die ist traditionell in den USA schon nicht so hoch wie jetzt in Deutschland oder den skandinavischen Ländern, aber die steigt in den letzten Jahren. Es gibt mehr Auseinandersetzungen gewerkschaftlich, es gibt mehr Kämpfe. Es werden gerade die schlecht bezahlten Bereiche immer weiter organisiert, also Fast-Food-Strikes und all das sind ein Anzeichen dafür. Und ich glaube tatsächlich, dass die Bewegung der schwarzen Bevölkerung gegen den institutionellen Rassismus gemeinsam mit Bewegungen wie der Gewerkschaftsbewegung tatsächlich eine Chance bieten, um das ganze System auf den Kopf zu stellen. Und das ist auch meine Hoffnung. Also ich setze nicht auf Biden oder, klar, erst recht nicht auf Trump, sondern dass die Menschen von unten da das System stürzen, wie es jetzt ist. Und wenn das gelingt, glaube ich, kann da tatsächlich sehr, sehr viel geschehen. Und wirtschaftliche Konflikte sind ja auch immer ein Moment, wo es zu massiven Auseinandersetzungen kommt und es offen ist, wie es ausgeht. Und auch also die massenhafte Zunahme der Arbeitslosigkeit ist ein deutliches Zeichen dafür, dass das nochmal schärfer wird. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, jetzt bräuchte es noch viel, viel massivere Interventionen von Gewerkschaften, zum Beispiel in diese Proteste, um zu zeigen, wir sind eine Einheit, wir kämpfen zusammen. Wir vereinen die Interessen der Minderheiten, der Diskriminierten, der von Rassismus Betroffenen, gemeinsam mit den Interessen der Arbeiterklasse. Und dann hat man eine Chance, diesem System, auch diesem ganzen Zwei-Parteien-Irrsinn, diesem System, dass die Superreichen immer reicher werden, egal wer regiert, das Genick zu brechen. Und ich glaube, das wäre schön zu sehen, wenn es in die Richtung geht. Aber ich glaube, da müssen wir uns auch überraschen lassen. Ja, vielen Dank, Jules, vielen Dank, Flo. Wir nehmen das Ganze natürlich, wir werden da dranbleiben. Wir nehmen das Ganze natürlich auch als eine Inspiration, um die Probleme, die es auch hier gibt, mit Rassismus, mit Problemen in der Polizei, auch anzugehen.
ich will noch mal ganz kurz erwähnen, dass es die heftigsten Proteste auch in Paris gab, mit über 20.000 Leuten auf der Straße, weil auch dort wieder ein schwarzer Mensch, ein farbiger Mensch in Polizeigewahrsam umgekommen ist. Ja, das ist in Europa, wenn die Probleme vielleicht nicht in dieser Heftigkeit da sind, aber auch präsent. Das sollte eine Inspiration sein, um das auch hier anzugehen. Vielen Dank. Wir wünschen den Menschen in den USA auf den Straßen das Beste und wir sind für euch weiter mit dran. Danke für die Einladung.